Als nächstes darf ich aufrufen den Fraktionsvorsitzenden der Freien Demokraten, René Rock. Ich bedanke mich für das Desinfizieren und übergebe das Wort. Ich bin entsetzt über die Wortbeiträge der Kollegin Fraktionsvorsitzenden der Union und des Kollegen Fraktionsvorsitzenden der Grünen. Und ich will Ihnen auch mal sagen, warum. Die Genese der Debatte, die wir heute führen, hat an dieser Stelle begonnen, als vor einigen Wochen der Ministerpräsident bei einer Aktuellen Stunde der Opposition erneut die Hand versucht hat zu reichen. Der Ministerpräsident hat an dieser Stelle einen Schritt auf die Opposition zugemacht, und das haben wir ernst genommen. Wir haben das ernst genommen, was der Ministerpräsident hier gesagt hat, und darum haben wir überlegt, wie können wir die Beteiligungsrechte des Parlaments stärken und einen Neuanfang in der politischen Debattenkultur in diesem Landtag im Sinne der Bürgerinnen und Bürger und in der Bewältigung der Corona-Krise schaffen. Ich stelle heute fest, wir sind leider gescheitert an Ihnen. Wir haben einen Gesetzentwurf zur Grundlage hier vorgelegt, gemeinsam mit der SPD, einen Gesetzentwurf, der fast komplett darauf fußt, einem Gesetzentwurf, der die Mehrheit gefunden hat im Baden-Württembergischen Landtag, der dort auch die Zustimmung von Schwarz-Grün oder Grün-Schwarz, muss man da ja sagen, gefunden hat. Und das war eigentlich die Idee, zu sagen, wir diskutieren jetzt auf Grundlage eines Gesetzentwurfs, der zwei Dinge macht und der aus Sicht der Freien Demokraten das mildestmögliche Mittel der Parlamentsbeteiligung überhaupt ist, als Angebot an die Regierungsfraktionen, hier gemeinsam auf dieser Plattform etwas zu entwickeln. Warum ist das das mildestmögliche Angebot? Weil nur die Information eingefordert wird hier im Hessischen Landtag und in einem zweiten Schritt, falls Verordnungen erlassen werden und die länger gelten sollen und Eingriffe in die Grundrechte festlegen, dann nach zwei Monaten muss dieses Parlament dem zustimmen, weil es länger eben in Kraft gesetzte Verordnungen sind. Das ist das mildestmögliche Mittel und schränkt das Regierungshandeln in geringstem Weise, in einer geringen Weise ein, sondern fördert die Kommunikation, die Kooperation und lässt immer, Herr Wagner, zu, dass Sie mit einfacher Mehrheit die Dinge hier auch beschließen können. Mit diesem mildestmöglichen Mittel sind wir auf die SPD zugegangen, haben uns geeinigt, dann war unser Plan, und diesen Plan habe ich in der letzten Regierungserklärung hier im Hessischen Landtag Ihnen gesagt, vielleicht haben Sie nicht zugehört, ich habe gesagt, dass wir einen Gesetzentwurf einbringen werden, dass wir auf die anderen Fraktionen zugehen werden. Jetzt haben wir natürlich die letzte Zeit gut mit der SPD zusammengearbeitet, jetzt wollten wir erst auf die SPD zugehen, und dann wollten wir auf Sie zugehen, um hier einen gemeinsamen Gesetzentwurf einbringen zu können. Aber was haben Sie gemacht? Sie haben eine Panikattacke bekommen, das Parlament müsste beteiligt werden. Dann haben Sie hier einen Gesetzentwurf aus der Lameng kurz überraschend eingebracht, haben uns die Möglichkeit, auf Sie zuzugehen, eigentlich aus der Hand geschlagen und haben dann hier einen Gesetzentwurf vorgebracht, in dem Sie eigentlich alles rausgestrichen haben, was Parlamentsbeteiligung eigentlich ausmacht. Das ist ein Demokratievermeidungs- und ein Parlamentsbeteiligungsverhinderungsgesetz, aber es ist kein Gesetz, das das Parlament ernst nimmt. Und ich kann Sie nur bitten, die ausgestreckte Hand der Opposition ist da. Kehren Sie ab von dieser aggressiven, unangemessenen Art, hier aufzutreten, in kleinstem Klein-Klein hier Kritik zu üben, völlig an der Sache vorbei. Liebe Frau Klaus, Sie haben es schon einmal verbambieselt, als es hier um die Einsetzung des Untersuchungsausschusses ging. Da haben Sie den Ton nicht getroffen. Und ich muss Ihnen das heute leider ins Stammbuch schreiben. Sie haben ihn heute wieder nicht getroffen. Und da sollten Sie mal in sich gehen. Wir wollen, dass die Bürgerinnen und Bürger mit Respekt auf dieses Parlament schauen und dass sie verstehen, dass wir hier die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger sehen.
sehen und dass wir natürlich die Landesregierung in ihrem Handeln ernst nehmen, eingebunden werden wollen, im Zweifel auch zustimmen, wenn die Maßnahmen richtig sind. Das sollten Sie verstehen. Und dann sind wir wieder auf einem guten Weg in diesem Hessischen Landtag. Und lieber Kollege Wagner, ich kenne die grünen Abgeordneten, ich kenne grüne Parlamentarier in Kommunalparlamenten, ich kenne die seit 20 Jahren. Aber so, was Sie hier als Fraktion abliefern, hat mit dem, was ich mal in grünem Selbstverständnis, Minderheitsrechte, Respekt vor dem Parlament, vor der Demokratie, ernst nehmen auf anderer Position, das hat überhaupt nichts mehr mit dem zu tun, wie ich einen grünen Abgeordneten irgendwann mal kennengelernt habe. Nichts. Sie haben sich in kürzester Zeit in eine Fraktion und Sie als Fraktion zu einem Menschen verwandelt, den ich so nicht gekannt habe. Sie reduzieren jede Frage einzig und allein auf eine Machtfrage. Alles, was noch bei Ihnen eine Rolle spielt, ist eine Machtfrage. Sonst gibt es bei Ihnen nichts mehr. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Demokratie und die freie Gesellschaft sind herausgefordert. Die Menschen erwarten Erklärungen von uns, den gewählten Volksvertretern und von den Regierungen, die in den Ländern und im Bund regieren. Sie sind nicht einfach einverstanden, dass Sie aus einer Staatskanzlei eine Verordnung präsentiert bekommen, die Sie dann einfach befolgen sollen, sondern die Menschen wollen, dass Sie verstehen, warum Sie diese Verordnung befolgen sollen. Und das ist nun einmal der Nukleus einer freien Gesellschaft, dass man den Bürgerinnen und Bürgern nicht einfach einen Befehl erteilen kann, sondern man muss, den Menschen den Grund erklären, warum sie diesen Vorgaben folgen sollen. Sonst werden sie sich nämlich diesen Vorgaben entziehen. Und dann werden wir als Demokratie einen massiven Schaden an Glaubwürdigkeit bei den Bürgerinnen und Bürgern verlieren. Und darum ist es so wichtig, dass wir hier öffentlich diskutieren. Das ist wichtig. Und Herr Wagner, wir wissen, dass wir Opposition sind. Wir wissen, dass wir noch mindestens 3 Jahre Opposition sind. Das ist uns klar. Und trotzdem stellen wir Gesetzentwürfe zur Debatte. Auch wenn Sie sich hier dann überbeugen und sagen, das ist mal eine Themensammlung für die Landesregierung. Na, mehr ist das ja nicht wert, was Sie hier arbeiten. Ihre Arroganz und Ihre Überheblichkeit. Hätte ich mir von einem grünen Politiker in der Genese, wie ich vor 20 Jahren angefangen habe, die Politik, unter gar keinen Umständen vorstellen können. Und vielleicht gucken Sie mal morgens in den Spiegel und gucken Sie mal, was aus Ihnen geworden ist, wie Sie mit uns hier umgehen, mit der Minderheit in diesem Parlament, in einer Arroganz, die ist unvorstellbar. Und der Höhepunkt, Herr Wagner, gucken Sie mal zu mir, Sie haben die Frage nicht zugelassen. Herr Wagner, habe ich Sie richtig verstanden? Habe ich Sie richtig verstanden? Sie haben gesagt, Sie wollen im Dezember diesen Gesetzentwurf beschließen. Heißt das, Sie verweigern uns eine Anhörung zu diesem Gesetzentwurf, eine mündliche Anhörung? Heißen Sie, habe ich Sie da richtig verstanden, Herr Wagner? Das wäre eine Unverschämtheit, wenn wir hierzu nicht eine vernünftige Anhörung machen könnten, um dieses Thema ausführlich zu debattieren und noch diesen Gesetzentwurf womöglich besser zu machen. Das halte ich für eine absolute Herausforderung. Wenn Sie tatsächlich diesen Weg gehen sollten, ist das der absolute Fehdehandschuh, den Sie diesem Parlament entgegenschleudern würden. Da kann ich Sie nur vorwarnen. Weil wie wollen Sie denn im Dezember hier beschließen, wenn wir nicht eine ausreichende Anhörung machen können? Das heißt für mich, Sie haben überhaupt gar nicht Lust, und Sie haben überhaupt nicht die Bereitschaft, ernsthaft über die Beteiligung des Parlaments zu diskutieren, sondern Sie haben hier einen Gesetzentwurf eingebracht, der eine Überschrift trägt, aber keinen Inhalt hat. Und Sie weigern jetzt den Diskurs mit Fachleuten und mit uns einen öffentlichen Diskurs über diese Qualität eines solchen Gesetzentwurfs. Also weiter kann man wirklich nicht mehr absteigen in der Frage, wie man mit Demokratie umgeht. Und ich habe so viel auf meinem Zettel stehen, Herr Wagner. Ich würde so gern inhaltlich über diese Debatte einsteigen. Aber ich habe gemerkt, es ist so sinnlos, mit Ihnen darüber zu diskutieren, weil Sie verweigern die Debatte. Das ist traurig für diese Demokratie. Und wissen Sie, Sie scheuen diese Transparenz in dieser Debatte. Und ich frage mich immer, warum scheuen Sie denn die Transparenz? Warum wollen Sie denn nicht die Argumente hier austauschen? Warum wollen Sie sich der Debatte nicht stellen? Gestern habe ich etwas erlebt, das ich von einem CDU-Minister, von einem Kultusminister, den ich eigentlich schätze, über die Parteigrenzen hinweg, habe ich etwas erlebt, das war für mich ungeheuerlich. Ungeheuerlich. Da erwarte ich auch, dass der Kultusminister das in dieser Plenarwoche noch klarstellt und auch
im Hessischen Rundfunk, wo er vor mehreren hunderttausend Menschen Behauptungen getätigt hat, die wieder zurücknimmt. Und das ist nämlich etwas, was wir hier feststellen. Sie arbeiten irgendwie nicht mehr sauber. Und Sie arbeiten weder politisch korrekt, demokratisch sauber, noch arbeiten Sie inhaltlich sauber. Der Kultusminister hat gestern vor hunderttausend von Zuschauern auf eine Frage des Journalisten geantwortet, die beinhaltet hat, ja, warum setzen Sie denn keine Luftfilter ein in den Schulen? Da hat er gesagt, ja, das wäre ja erst ganz kurz bekannt, dass es solche Luftfilter auch was wirken würden. Und außerdem hätte er ja 100 Millionen Euro zur Verfügung gestellt, dass man diese Luftfilter anschaffen können. Das können Sie nachsehen und das ist definitiv falsch. Das ist eine Fake News. Und das Interessante war, dass der Kultusminister vorher noch dem Abgeordneten Degen von den Sozialdemokraten und mir vorgeworfen hat, wir würden Fake News verbreiten. Ich erwarte, dass solche Dinge in der demokratischen Kultur hier klargestellt werden, weil sonst werden wir uns in ganz anderen Sphären demnächst hier diskutieren, die sich keiner wünschen kann. Und darum ist es so wichtig, Transparenz, Offenheit. Herr Kollege Rock. Transparenz und Offenheit zu üben, diese Debatte hier zu führen. Und überlegen Sie sich gut, ob Sie der Opposition diese Debatte wirklich verweigern wollen. Vielen Dank. Vielen Dank. Zu einer Kurzintervention hat sich der Fraktionsvorsitzende der Grünen gemeldet, der aber erst an das Pult darf, wenn es desinfiziert ist. So viel Zeit muss sein. So, jetzt kriegen Sie das Wort. Bitte schön. Herr Kollege Rock, ich habe mich zu einer Kurzintervention gemeldet, weil ich glaube, Sie haben sich gerade selbst entlarvt oder etwas nicht zu Ende gedacht. Wir diskutieren hier zwei Gesetzentwürfe über die parlamentarische Beteiligung an den Maßnahmen zur Bekämpfung der Krise. Und wir alle sind uns einig, dass diese Parlamentsbeteiligung möglichst schnell gesetzlich geregelt werden soll, um eben, wie das hier vorgetragen wurde, eine Beteiligung des Parlaments zu ermöglichen. Und es kann, Herr Kollege Rock, jetzt nur eins stimmen. Entweder ist diese gesetzliche Parlamentsbeteiligung dringend, dann sollten wir sie auch dieses Jahr noch beschließen, oder es ist eben nicht so wichtig. Da müssen Sie sich jetzt einfach mal entscheiden, Herr Kollege Rock. Und dass Sie den Wunsch, es dringend zu machen, es schnell zu machen, das Gesetz jetzt in diesem Jahr noch zu beschließen, auch schon wieder diskreditieren, auch schon wieder Vorwürfe dazu machen, das zeigt, es geht Ihnen um krampfhafte Kritik, aber nicht um die Lösung von Problemen und auch nicht um die Parlamentsbeteiligung. Es geht Ihnen um krampfhafte Kritik. Und wir können von mir aus eine mündliche Anhörung machen, wir können eine schriftliche Anhörung machen, aber wir sollten dieses Gesetz schnell beschließen, weil das uns allen wichtig war, dachte ich zumindest bis zu Ihrem Redebeitrag. Herr Kollege Wagner, ich bedanke mich für den Beitrag. Es gibt Kollegen, Präsidenten im Deutschen Bundestag, die hätten darauf hingewiesen, dass man beginnt mit dem Präsidenten, aber ich bin da nicht so gestrickt, wie andere auch, aber ich wollte noch mal darauf hinweisen, weil es hat ein bisschen Überhand genommen in letzter Zeit. Deshalb wollte ich es einfach mal hier gesagt haben und jetzt ist alles wieder gut. Und der Kollege Rock antwortet jetzt auf einem sauberen Pult sauber. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, also Herr Wagner, da fällt mir ja, also Sie haben einen Gesetzentwurf eingebracht, ich habe ihn gelesen und der endet natürlich 2021, das verstehe ich natürlich schon, dass Sie aber ein Sondervermögen beschlossen haben, das 2023 immer noch davon ausgeht, dass wir eine pandemische Lage haben, Herr Wagner. Das will ich hier einmal hinterlegen. Und unser Gesetzentwurf hat seine Gültigkeit auch über drei Jahre.
Und natürlich wollen wir einen guten, fundierten Gesetzentwurf, und wir wollen Ihnen auch die Möglichkeit geben, zu lernen in einer Anhörung, um den mit uns gemeinsam zu beschließen. Im Zweifel machen wir auch noch eine Sondersitzung. Wir legen aber Wert auf eine Anhörung, und wir bieten Ihnen weiter die Diskussion an. Aber Sie wollen doch gar nicht. Jetzt stellen Sie sich nicht hier hin, als wäre es Ihnen wichtig, das Parlament schnellstmöglich einzubinden. Das ist doch nicht wahr. Sie haben sich doch vorhin hier entlarvt. Sondern machen Sie, wenn Sie es ernst meinen, eine vernünftige Anhörung, diskutieren Sie mit uns, wie wir das Gesetz vernünftig gestalten können, dann machen Sie ein gutes Gesetz, dann lassen Sie es so lange gelten, wie die Pandemie eben auch gilt oder wie wir von ihr herausgefordert werden. Und wir haben doch gesagt, wir wollen Informationsrechte, und wenn man nach 2 Monaten immer noch Maßnahmen für notwendig hält, dann müssen sie hier im Landtag beschlossen werden. Und Sie sehen, wir haben nicht vor, kurzfristig der Landesregierung in den Arm zu fallen. Wir wollen informiert werden, das könnten Sie ja schon von sich aus machen, und wir wollen aber ein gutes Gesetz im Einvernehmen. Und ich habe immer noch den Traum, dass ein Gesetz entstehen könnte, das 4 Fraktionen zumindest auf dem Briefkopf hat. Ich gebe das nicht auf, aber Sie schlagen einem jedes Mal die Faust ins Gesicht, wenn man so einen Vorschlag macht. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Rock. Nunmehr auf der Rednerliste Herr Wilken, Dr. Wilken für die Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Diese Debatte gerade berührt die Grundzüge unserer parlamentarischen Demokratie. Und unter diesem Blickwinkel ist das Klein-Klein und die Aggression, die seitens der Spitzen der regierungstragenden Fraktionen hier geäußert worden sind, gegenüber der Opposition nun wirklich nicht gerecht und angepasst. Und direkt an Sie, Herr Wagner, noch einmal. Wir als Parlament haben jederzeit, auch ohne Ihr Gesetz, das Recht, Gesetze zu erlassen, die das Regierungshandeln binden. Von daher, woher kommt auf einmal Ihr Zeitdruck? Meine Damen und Herren, das Verfassungsrechtliche, was wir hier gerade diskutieren, befürchte ich, eben weil dieses Virus. Ich verbitte mir Bemerkungen von der Regierungsbank. Bitte, Herr Präsident. Wir hatten das schon, Herr Kollege Vizepräsident, diskutiert, und der Staatsminister meinte, es wäre das erste Mal gewesen an diesem Tag. Aber ich glaube, wir sind uns einig. Ich glaube, wir sind uns einig. Auch das erste Mal ist schon einmal zu viel. Danke. Herr Dr. Wilken. Das ist eine verfassungsrechtlich extrem wichtige Debatte, die wir heute führen und in den nächsten Wochen und Monaten weiterführen müssen. Es ist nun einmal leider so, dass die Gefahr groß ist, dass alles das, was in der Krise im Krisenmodus eingeführt wird, später in einem wie auch immer gearteten Normalzustand schwierig wieder zu erkämpfen sein wird. Die Gefahr sehen wir ganz klar. Und ich sage für die LINKEN ganz klar und deutlich, grundsätzlich tragen wir die Maßnahmen, auch viele Maßnahmen, wie sie in den Bundesländern, auch hier in Hessen, jetzt beschlossen worden sind, ausdrücklich mit. Sie sind hilfreich zur Kontaktvermeidung. Sie sind deswegen hilfreich, die Pandemie einzudämmen. Aber, und Herr Rock, jetzt nicht zusammenzucken, ich benutze jetzt Ihr Wort, dazu brauchen wir kein Parlamentsverhinderungsgesetz, sondern im Gegenteil. Meine Damen und Herren, in der Debatte gerade wurde immer auf die unterschiedlichen Worte Beteiligung und Information Wert gelegt. Ich glaube, ich muss jetzt nicht ausarbeiten, wo der Unterschied zwischen einer puren Information, Regierungsfraktionengesetz, und Beteiligung, Gesetzentwurf von SPD und FDP, liegt. Aber ich möchte in dem Zusammenhang noch einmal ganz deutlich sagen, wir, das Parlament, sind
Gesetzgeber, also die erste Gewalt, auf deren Grundlage alles Regierungshandeln, zweite Gewalt, zu erfolgen hat. Das ist deutlich mehr noch einmal, als mit dem Wort Beteiligung assoziiert wird. Und diese selbstverständlich, das sollten wir stärker zum Ausdruck bringen. Es ist, glaube ich, auch unstrittig, auch wenn seitens der regierungstragenden Fraktionen das so ein bisschen verschleiert wurde, dass wenn wir als Parlament Maßnahmen beschließen, um die Pandemie einzudämmen, auf der dann Regierungshandeln erfolgt, dass die in vielen Dingen in die gleiche Richtung gehen. Dazu sind wir verpflichtet, auch als Gesetzgeber in Verantwortung für die gesamte Bevölkerung. Das ist unstrittig. Aber wir haben die Hoffnung, dass so mancher Fehler, der gemacht worden ist in den vergangenen Wochen und Monaten, dass der durch eine ausführliche Debatte in diesem Haus hätte vermieden werden können. Auch wenn ich mir wenig Illusionen mache, dass wir immer noch gegen eine Mehrheit der Regierungsfraktionen anargumentieren müssten. Ich erinnere nur daran, dass kollektiv verhängte Einschränkungen in die Berufsfreiheit zum Beispiel, aber auch in das Demonstrationsrecht, kollektiv von Verordnungen, also von Regierungen verordnet worden sind und dann jeweils individuell von einzelbetroffenen Personen vor Gerichten beklagt und eventuell auch Recht bekommen haben, dann aber nur das betroffene Individuum von dieser kollektiven Einschränkung ausgenommen ist. Das ist kein haltbarer Zustand. Eine Begründung, die Gerichte dazu führen, diese Einschränkungen zurückzunehmen, waren in aller Regel schlecht begründete Einschränkungen. Auch dort hätte sicherlich eine öffentliche Debatte auch hier im Parlament geholfen. Deswegen will ich einen richtigen Satz aus dem Regierungsentwurf hier zitieren. Die regierungstragenden Fraktionen geben selber an, dass Gesetze wegen ihrer gegenüber Rechtsverordnungen größeren Publizitätswirkungen im Einzelfall dazu beitragen können, die demokratische Legitimation einer Maßnahme zu verbessern und damit ihre Akzeptanz zu erhöhen. Sie nicken, Frau Claus. Ist das jetzt die Regierungsverantwortungsübernahme dafür, dass die Akzeptanz gerade zurückgeht, weil Sie es bisher nicht gemacht haben? Und Frau Claus, wenn Sie jetzt eben angesprochen haben, dass im Bundestag selbstverständlich jetzt auch diskutiert wird, das Infektionsschutzgesetz zu erweitern. Ja, aber warum müssen diese Erweiterungen mit Sonderermächtigungen für den Bundesgesundheitsminister Spahn verbunden werden? Warum sind die ursprünglichen Beschlüsse im Bundestag erst auf unsere Intervention hin nicht auf eine Feststellung einer Pandemie seitens der Regierung korrigiert worden, sondern heute heißt es, auf Beschluss des Bundestages wird dieser Ausnahmezustand festgestellt. Sie müssen ständig korrigiert werden im Sinne einer parlamentarischen Demokratie. Und meine Damen und Herren, ich möchte noch einmal dringend auf den Unterschied deutlich machen der zwei Phasen dieser Pandemie, in der wir uns befinden. Vieles von dem, was im Frühjahr unmissverständlich schnell und dringend getan werden müsste. Ich sage es noch einmal, das tragen wir mit. Schnell und verantwortungsvoll auch aus der Regierung gemacht werden musste. Stellt sich ein halbes Jahr später ganz anders dar. Dann stellt sich die Frage, wo ist der mittel- und langfristige Plan? Und diese mittel- und langfristigen Pläne sind zwingendermaßen hier im Parlament zu diskutieren und als Grundlage des zukünftigen Regierungshandelns zu entscheiden. Eine letzte Bemerkung von mir, und das ist
für mich auch schon ausreichender Grund, warum wir dem Regierungsgesetzentwurf nicht zustimmen können. Das werden Sie schon mit Ihrer eigenen Mehrheit regeln müssen. Wenn Sie auch noch einmal ganz klar hier festschreiben, der Gesetzgeber, also wir, stellt mit dem vorliegenden Gesetzentwurf klar, dass er die bisherigen Handlungen der Landesregierung ausdrücklich unterstützt und billigt. Nein, das tun wir nicht, sehr geehrte Damen und Herren von den regierungstragenden Fraktionen. Ich bedanke mich. Vielen Dank. Damit haben alle Fraktionen und auch der Kollege Fraktionslose gesprochen. Die Landesregierung ist jetzt aufgerufen durch den stellvertretenden Ministerpräsidenten Al-Wazir. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich will vorab feststellen, dass es auch das Anliegen der Landesregierung ist, den Landtag gerade in dieser schwierigen Zeit zu informieren und auch einzubinden. Das war seit März übrigens auch unser Anliegen. Und natürlich will ich an dieser Stelle auch sagen, wie am Ende eine solche Einbindung gesetzlich geregelt wird, ist Entscheidung des Parlaments und nicht der Landesregierung. Das ist natürlich völlig klar, weil der Landtag ist der Gesetzgeber. Ich will allerdings aus Sicht der Landesregierung auch nach Erfahrungen jetzt mit 7 Monaten teilweise ja sehr schnellen Entscheidungsnotwendigkeiten sagen, dass ein Zustimmungsvorbehalt von der Landesregierung kritisch gesehen wird, weil aus unserer Sicht natürlich nicht die Situation entstehen darf, dass man auf dynamisches Infektionsgeschehen nicht auch kurzfristig reagieren können muss. Wir halten daher den Gesetzentwurf der Fraktionen von CDU und GRÜNEN für, ich sage es mal so, der Situation angepasster. Aber ich habe mich noch einmal zu Wort gemeldet, auch in Vertretung des Ministerpräsidenten, weil ich aus Sicht der Landesregierung feststellen will, da wird ja teilweise hier anderes gesagt oder in den Raum gestellt, dass die Landesregierung, auch das Corona-Kabinett, mit den Entscheidungen, mit dem Handeln der letzten Monate auf dem Boden der Verfassung und auf einem von einem Parlament, nämlich dem Deutschen Bundestag, beschlossenen Gesetz auf dieser Grundlage handelt. Wir haben uns keine Rechte genommen, in Anführungszeichen, die es nicht gibt, sondern wir haben ein Gesetz, das auf dieser Grundlage haben wir gehandelt. Und das ist mir noch einmal ganz besonders wichtig, auch für die Landesregierung festzustellen. Das Zweite ist, dass dieses Gesetz, nämlich das Bundesinfektionsschutzgesetz, im Laufe des letzten halben Jahres nach meiner Zählung 6-mal vom Deutschen Bundestag angepasst wurde. Das heißt, auch da hat die Volksvertretung, nämlich der Deutsche Bundestag, sich mehrfach mit dieser Frage beschäftigt und am Ende Entscheidungen getroffen, welche Befugnisse am Ende die Regierungen, die dieses Gesetz dann mit Verordnungen umsetzen, haben oder eben nicht haben. Und wir haben in den letzten Monaten insgesamt 7 Stammverordnungen und 31 Änderungsverordnungen erlassen. Die waren teilweise mit einer sehr kurzen Laufzeit. Alle diese Verordnungen waren und sind befristet. Das ist ganz wichtig an dieser Stelle. Und wir haben an diesem Punkt teilweise nur auf 4 Wochen. Und wir haben an dieser Stelle auch deshalb viel verändert, weil natürlich, und da können Sie sich alle daran erinnern, wie wir im März hier zusammen waren, das Pandemiegeschehen und auch die Kenntnis über die Frage, wie sich das entwickelt und wo man handeln muss, sich natürlich auch weiterentwickelt hat, Erkenntnisse sich weiterentwickelt haben, daraus neue Handlungsnotwendigkeiten entstanden sind und wir an dieser Stelle auch immer dann handlungsfähig waren und auch gehandelt haben. Und ich will ein weiteres hinzufügen, weil auch das gehört zu einem funktionierenden Rechtsstaat. Jedermann, so steht es, glaube ich, im Grundgesetz, also die Formulierung habe ich mir nicht ausgedacht, sagen, jeder und jede hat das Recht,
sozusagen einschränkende Verordnungen gerichtlich überprüfen zu lassen. Und davon machen die Menschen auch Gebrauch. Wir haben im Laufe der letzten Monate um die 100 Verwaltungsgerichtsverfahren gehabt, die am Ende, wo am Ende die dritte Gewalt Entscheidungen der zweiten Gewalt, in dem Fall die Verordnungen der Landesregierung, gerichtlich haben überprüfen lassen. Und ich stelle fest, dass jedenfalls in Hessen ein einziges dieser Verfahren, sagen in Anführungszeichen, aus Sicht der Landesregierung verloren wurde. Es sind noch viele anhängig. Sagen eins verloren wurde. Und das war übrigens ein Öffnungsschritt, den die Landesregierung gehen wollte, nämlich die Öffnung der vierten Klassen vor den Sommerferien. Also auch an dieser Stelle will ich für die Landesregierung feststellen, dass wir sozusagen jederzeit auch gegenüber Gerichten, nicht nur gegenüber dem Parlament, sondern auch gegenüber Gerichten in der Begründungspflicht sind, zu sagen, warum wir wann und wie welche Entscheidung getroffen haben. Und natürlich nicht nur das Parlament Gesetze erlassen könnte, sondern natürlich auch Gerichte jederzeit überprüfen können und im Zweifel auch außer Kraft setzen können bzw. die Landesregierung verpflichten können, eine andere Entscheidung zu treffen. Und es wurde in dieser Debatte auch schon gesagt, jeder Fraktion des Hessischen Landtags steht es frei, gemäß Artikel 80 Grundgesetz einen Gesetzentwurf in den Hessischen Landtag einzubringen, der, wenn er mehrheitlich beschlossen würde, die Verordnungen der Landesregierung sozusagen überschreibt. Und an diesem Punkt ist es mir dann schon noch einmal wichtig, auch festzuhalten, weil Frau Kollegin Faeser, Sie haben das Beherbergungsverbot beispielsweise angesprochen. Das Beherbergungsverbot wurde übrigens nach meiner Kenntnis auch von allen 16 Landesregierungen so beschlossen, teilweise sehr viel restriktiver, als Hessen das hatte. Ich empfehle einen Blick nach Mecklenburg-Vorpommern oder Schleswig-Holstein. Ich sage es nur an dieser Stelle. Und das war übrigens im Sommer. Das war eine Reaktion auf eine Inzidenz im Kreis Gütersloh, Stichwort Tönnies. Ich kenne keine Initiative im Hessischen Landtag, die uns zwischen Sommer und Ende der Herbstferien in irgendeiner Form einen Alternativvorschlag gemacht hätte oder dieses Beherbergungsverbot auch nur problematisiert hätte, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich kenne keinen. Und deswegen will ich das an dieser Stelle schon noch einmal sagen. Ich bin etwas verwundert darüber, in welchem Ton hier teilweise debattiert worden ist. Und Herr Kollege Rock will das an dieser Stelle einmal sagen. Sie haben ja Ihre Rede selbst angesprochen am 31.10. Das ist genau 11 Tage her. Ich habe damals in Vertretung des Ministerpräsidenten die Regierungserklärung abgegeben und habe ausdrücklich gesagt, dass ich es mir wünschen würde, dass eine solche parlamentarische Befassung auch zu größerer Akzeptanz beiträgt. Nur, ich zitiere dann einmal aus Ihrer Rede. Sie haben dort beispielsweise gesagt, sagen vor 11 Tagen hier, wir werden uns, das sage ich Ihnen, diese Entscheidungsgewalt wieder zurückholen. Es kann nicht sein, dass die Landesregierung völlig unabhängig vom Parlament über Verordnungen regiert, ohne die gesetzliche Grundlage im Hessischen Landtag zu schaffen. Das werden wir beenden. Herr Rock, ich stelle ausdrücklich fest, jede Entscheidung der Landesregierung hatte eine gesetzliche Grundlage. Und Sie haben dann weiter gesagt, aber es ist schade, dass Sie verhindern, dass wir im Parlament die richtigen Entscheidungen treffen und am Ende Gerichte sie zurückholen müssen. Das wollen wir nicht, denn auch das beschädigt diese Demokratie. Herr Rock, ich stelle fest, das Gericht, in Anführungszeichen, die Gerichte haben uns bisher nicht zurückgeholt in einem einzigen Fall. Den habe ich Ihnen genannt. Und Sie hätten jederzeit die Möglichkeit gehabt, zu jeder Verordnung einen eigenen Gesetzentwurf einzubringen und zu sagen, wie Sie es gerne anders machen würden. Sie haben nur von diesem Recht keinen Gebrauch gemacht. Und deswegen bedauere ich es außerordentlich, dass hier auch heute, so wie vorletzten Samstag, vor allem
sozusagen in Anführungszeichen über die Form gesprochen wurde, aber nicht über den Inhalt. Und deswegen darf ich an dieser Stelle noch einmal sagen, wir befinden uns in der größten Gesundheitskrise, die dieses Land in den letzten 75 Jahren zu bewältigen hatte. Und diese Krise hat am Ende auch wirtschaftliche Folgen. Und dementsprechend ist es aus meiner Sicht wichtig, dass wir uns, wenn wir über die Sache debattieren, und das ist auf jeden Fall auch im Hessischen Landtag an der richtigen Stelle, dass wir uns mit der Frage beschäftigen, wenn es Kritik an Maßnahmen gibt, dass man dann auch über die Frage reden muss, was denn die Alternativen zu diesen Maßnahmen wären. Es gibt immer Alternativen, es könnte aber sein, dass sie schlechter sind, und dann muss am Ende auch die Öffentlichkeit erfahren, wie die unterschiedlichen Positionen sind. Aber dann bitten wir um eine Debatte in der Sache, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich will Sie darauf hinweisen, dass die Regierung... Ja. Ich komme zum Schluss, Herr Präsident. Wir haben, das habe ich Ihnen schon vor 11 Tagen gesagt, hier im Hessischen Landtag in hunderten kleinen Anfragen, in Dutzenden mündlichen Fragen, in 30 Stunden Plenarbefassung, in mehreren Sondersitzungen uns mit der Pandemie und den Maßnahmen zur Bewältigung dieser Pandemie befasst. Und ich stelle für die Landesregierung fest, unser Ziel ist die bestmögliche Krisenbewältigung. Und wir handeln nach bestem Wissen und Gewissen, gemeinsam mit dem Bund und den 15 anderen Ländern in Deutschland. Wir wägen soziale und wirtschaftliche und individuelle Lasten mit den hohen Gütern des Lebens und der Gesundheit tagtäglich ab. Ich will ausdrücklich sagen, das ist keine einfache Aufgabe. Sie fordert von jedem und jeder sehr viel. Aber wir stellen uns dieser Aufgabe, und ich füge ausdrücklich hinzu, am liebsten gemeinsam mit Ihnen. Und diesen Mut, den wünsche ich allen hier, sozusagen, weil das gehört am Ende auch dazu. Ich bin überzeugt davon, dass der Gesetzentwurf dazu beitragen wird, dass wir hier die für die erfolgreiche Bewältigung der Krise erforderlichen breiten politischen und gesellschaftlichen Konsens herzustellen. Ich füge hinzu, wir haben auch beim Sondervermögen die Schwelle der Befassung des Haushaltsausschusses sehr, sehr niedrig gesetzt. Das war am Ende auch ein Wunsch des Finanzministers, dass wir da auf 1 Million gehen. Und ich stelle dann übrigens fest, dass auch an diesem Punkt meistens die Zustimmung der Oppositionsfraktionen im Haushaltsausschuss kommt, meistens, in den meisten Punkten, und dass, wenn dann hier die Debatte beantragt wird, in aller Regel auch keine Änderung der getroffenen Entscheidungen beantragt wird. Deswegen bitte ich an dieser Stelle aus Sicht der Landesregierung darum, dass wir zurück zu einer Debatte in der Sache kommen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Staatsminister Al-Wazir. Ich hatte bewusst Sie auf die Redezeit hingewiesen, noch rechtzeitig. Ist doch egal, Sie dürfen machen, was Sie wollen. Genau, das sind jetzt nämlich 5 Minuten. Wir haben für eine zweite Runde damit die Öffnungsklausel, wie man so schön sagt. Und als Erstem, der sich schon gemeldet hat, übergebe ich das Wort René Rock. Ich wollte mich ja nur freisprechen davon, dass ich Sie nicht davor bewahren wollte. Aber ich hätte auch nur 1 Minute reden können, dann könnte trotzdem 5. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte auf die sachlichen Anmerkungen von Staatsminister Tarek Al-Wazir eingehen. Und will noch einmal deutlich machen, Sie haben ja aus meiner Rede, die ja relativ lange war, 2 Sätze zitiert. Natürlich habe ich in meiner Rede auch inhaltlich mich geäußert und habe mich auch klar dazu geäußert, was ich bei der Frage von Gaststätten halte, der Schließung der Gaststätten, dass man da auch andere Theorien verfolgen kann. All die Themen, aber ich möchte Ihnen mal sagen, Sie haben ja so ein Bild gezeichnet, auch von der Landesregierung, wie gut es da alles klappt. Ja, Sie sind nicht verklagt worden, Sie haben es schnell zurückgenommen. Also beim Beherbergungsverbot, jetzt bei den Musikschulen. Sie haben sich schnell umentschieden bei den Sportstätten. Man kann nicht sagen, dass das alles so toll gelaufen ist, wie Sie das hier dargestellt haben. Darum möchte ich aber, weil Sie so auf einen relativ versöhnlichen Ton eingeschlagen haben, immer noch mal darauf hinweisen, es gäbe eine Möglichkeit, die Gesetzentwürfe liegen nicht so ultimativ weit auseinander, weil aus meiner Sicht sind beide auf der gleichen Grundlage entstanden. Und wir möchten gerne am Ende einen gemeinsamen Gesetzentwurf haben. Es waren aus der Landesregierung
versöhnlichere Töne als aus den Fraktionen. Das nehmen wir zur Kenntnis. Und unsere Hand bleibt ausgestreckt. Wir sind jederzeit bereit, mit der Landesregierung und mit den sie tragenden Fraktionen für dieses Parlament und für die Bürgerinnen und Bürger in unserem Land etwas Gutes auf den Weg zu bringen. Vielen Dank. Vielen Dank. Volker Richter hat sich auch noch einmal für die AfD gemeldet. Er ist dann gleich dran. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Sie haben eben gesagt, wir müssen, Herr Al-Wazir, Sie haben eben gesagt, zurück zu einer Debatte in der Sache. Genau darum geht es hier, und genau das hat die Opposition moniert. Und ich möchte ein Beispiel nennen, wie die Opposition im Hessischen Landtag mehr oder weniger ausgehebelt wird in wichtigen Dingen und wovor man dann auch Angst haben muss, dass sie genauso auch mit den Grundrechten unserer Bürger umgehen. Und da drehte es sich um die Zweidrittelmehrheit für das Sondervermögen. Wo Sie hier nicht die Mehrheiten bekommen haben für Zweidrittelmehrheiten bekommen haben für das Sondervermögen, haben Sie einfach eine einfache Mehrheit hergestellt. Das ist natürlich gesetzlich möglich gewesen über eine Veränderung eines Gesetzes. Natürlich. Aber es war die Aushebelung der Opposition, die anders arbeiten würde. Müssen wir uns als Opposition darauf einstellen, dass diese Landesregierung uns im Prinzip das Mitspracherecht geben will, am Ende aber macht, was sie möchte, auch die Grundrechte einschränkt, wie sie möchte, und dann sagt, ja, die Opposition hatte ja Mitwirkungsrecht, sie ist informiert worden, sie hätte ja etwas verändern können. Das ist doch keine Arbeit in einem Parlament. Das ist doch eine völlige Aussetzung der Opposition, und das hat nichts mehr mit Demokratie zu tun, dergestalt, dass man sich miteinander auseinandersetzt, dass man Lösungen gemeinsam sucht und am Ende des Tages, gerade da, wo es um Grundrechte der Bürger geht, das allerhöchste Gut unserer Demokratie, dass man da nicht miteinander arbeitet. Ich sage es noch einmal, den Status quo zu bewahren, indem man ihn gar nicht erwähnt, indem man gar nicht über ihn redet, über den man nur über die Beteiligung des Parlaments spricht, kann nicht der richtige Weg sein. Wir gehen hier einen ganz, ganz gefährlichen Weg in die Zukunft miteinander, wo am Ende eventuell, das kann ja auch Regierung nach Ihnen sein, dies, was hier jetzt geschieht, dergestalt ausnutzen, dass unsere Demokratie, ich sage es in einfachen Worten, völlig an die Wand fährt. Meine Damen und Herren, das dürfen Sie und wir nicht zulassen, weder jetzt noch für zukünftige Generationen. Danke. Vielen Dank, Herr Abgeordneter Richter. Für eine persönliche Erklärung hat sich der Abgeordnete Lorz von der CDU-Fraktion nach § 81 Absatz 2 unserer Geschäftsordnung zu Wort gemeldet. Bitte schön. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich melde mich hier zu Wort aufgrund der Wortmeldung des Herrn Kollegen Rock von vorhin, da ich diese Wortmeldung als persönlichen Angriff werte. Herr Kollege Rock, Sie haben gesagt, dass Sie mich normalerweise schätzen. Das gebe ich gerne zurück. Aber da Sie das jetzt in dieser Debatte davon eine Ausnahme gemacht haben, muss ich Ihnen das auch zurückgeben. Sie haben sich, wenn ich das richtig mitverfolgt habe, über drei Äußerungen aus meinem Interview in der Hessenschau geärgert. Sie haben mehr oder weniger deutlich verlangt, dass ich die zurücknehmen soll, weil Sie auch sagten, das seien Falschbehauptungen. Und alles, was Sie dazu gesagt haben, ist nachweislich falsch. Und deswegen, will ich das hier richtigstellen. Sie haben erstens gesagt, ja, das empfehle ich auch, sich das noch einmal anzugucken, das lohnt sich. Sie haben erstens gesagt, ich hätte dem Kollegen Degen die Verbreitung von Fake News vorgeworfen. Das ist falsch. Ich halte Ihnen zugute, dass das möglicherweise ein akustisches Missverständnis ist. Ich lade Sie gerne ein, sich das Interview in der Hessenschau noch einmal anzuschauen. Ich habe gesagt, die Kritik der Opposition hält einem Faktencheck nicht stand. Und dazu stehe ich auch, das muss noch zu sagen erlaubt sein, dass die Fakten gegen das sprechen, was Sie hier vertreten. Sie haben zweitens mir vorgehalten, ich hätte von einer Summe von 100 Millionen Euro gesprochen, mit denen die Landesregierung die Kommunen bei hygienischen Maßnahmen unterstützen will.
Ich stelle dazu fest, gerade mehr oder weniger in diesen Minuten, wenn ich richtig informiert bin, finden solche Gespräche zwischen der Landesregierung und den Kommunen statt. Ja, das ist noch nicht finalisiert. Da haben Sie natürlich das 10-Millionen-Programm, das wir sozusagen vorab bekannt gegeben haben, zu den Luftfiltern, die in die Schulen kommen sollen. Das haben Sie im Kopf. Aber wir reden eben über ein wesentlich größeres Paket. Das ist jedenfalls die erklärte Absicht der Landesregierung, das im Zusammenwirken mit den Kommunen auf den Weg zu bringen. Und wenn ich sowas statuiere, dann ist das keine Falschbehauptung. Dann ist das schlicht und ergreifend die zutreffende Wiedergabe dessen, was diese Landesregierung vorhat. Und drittens sagten Sie oder haben Sie kritisiert, dass ich gesagt habe, es gab bis vor kurzem, ich mache das immer in den Sommerferien fest, keine Studien zur Wirkungsweise von Luftreinigungsgeräten in Klassenräumen. Darüber könnte man jetzt noch über diese Wirksamkeit von Luftreinigungsgeräten könnte man jetzt noch miteinander diskutieren, werden wir bestimmt in diesem Zusammenhang auch noch häufiger tun. Aber wenn Sie sagen, das sei eine Falschbehauptung und die soll ich zurücknehmen, dann bin ich gespannt, wo Sie mir eine Studie herkriegen, die vor diesem Sommer erstellt worden ist, wo es um die Wirkungsweise von Luftreinigungsgeräten in Klassenräumen geht. Ich will Ihnen sagen, was da im Einzelnen gelaufen ist, weil ich mich damit ziemlich intensiv beschäftigt habe. Wir haben bis zum Sommer überhaupt keine Angebote dieser Art gehabt. Nee, Entschuldigung, er hat mir eine Falschbehauptung vorgeworfen. Er hat gesagt, ich soll sie zurücknehmen. Und dann werde ich ja wohl begründen dürfen, warum das keine Falschbehauptung ist. Und dazu muss man die Fakten auf den Tisch legen. Ich stelle fest, wir hatten bis zu den Sommerferien keine Angebote über solche Luftreinigungsgeräte. Die trudelten nach den Sommerferien in großer Zahl ein. Die Firmen, mit denen wir da gesprochen haben, haben auch die Auskunft gegeben, dass sie das in der Tat aus der Technik, die sie hatten, über den Sommer entwickelt haben, weil sie natürlich ein entsprechendes Geschäftsfeld gesehen haben. Das ist ja auch legitim. Wir hatten ein Expertengespräch bei der Kultusministerkonferenz. Das war im September. Aus diesem Expertengespräch ist beispielsweise auch die wissenschaftliche Kontroverse, die Sie vielleicht mitbekommen haben, zwischen Professor Kähler von der Universität der Bundeswehr München und anderen Wissenschaftlern resultiert. Da kamen die Studien. Das war im September, Oktober. Wir haben mit Professor Curtius von der Goethe-Universität eine Studie durchgeführt. Das war kurz vor den Herbstferien. Und wir haben Empfehlungen des Umweltbundesamtes bekommen zum Einsatz von Luftreinigern. Die datieren auch aus dem September, Oktober. Und deswegen, wenn ich feststelle, bis zum Sommer hätte es überhaupt keine Möglichkeit gegeben, irgendwelche Luftreinigungsgeräte in Klassenzimmern anzuschaffen, dann ist diese Behauptung absolut zutreffend. Und wenn Sie mir das als Falschbehauptung unterstellen, dann muss ich sagen, erwarte ich von Ihnen, dass Sie diesen Vorwurf zurücknehmen. So. Das war jetzt eine ausführliche persönliche Erklärung. Zur Geschäftsordnung hat sich der Abgeordnete Rudolph zu Wort gemeldet. Er hat sich bezogen auf den Angriff von Herrn Rock. Also das ist jetzt Interpretationssache. Ich interpretiere es als persönliche Erklärung. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! § 81 der Geschäftsordnung ist maßgebend. Ja, persönliche. Dann hätte übrigens jeder Abgeordnete demnächst Gelegenheit, eine persönliche Erklärung lange abzugeben, weil irgendeiner wird immer angegriffen von der Opposition, um das mal ganz vorsichtig hier zu formulieren. Und umgekehrt hätten das Privileg die Regierungsfraktionen auch. Der erste Teil war mit wenigen Bemerkungen. Das kann man in der Tat interpretieren als persönliche Bemerkung. Der zweite Teil war eher eine Regierungserklärung mit Dingen, die gar nichts zu tun haben. Wir stellen fest, wir halten das, Frau Präsidentin, für einen Verstoß gegen § 81. Wir bitten Sie, Protokollauszug für die nächste Sitzung des Ältestenrates. Es muss grundsätzlich thematisiert werden. Es kann nicht ein Missbrauch des § 81 der Geschäftsordnung hinsichtlich von persönlichen Bemerkungen geben. Dies akzeptieren wir nicht. Herr Abgeordneter Rudolph, das war aber auch kein Geschäftsordnungsantrag. Jetzt hat der Abgeordnete Bellino das Wort, auch zur Geschäftsordnung. Und natürlich machen wir einen Protokollauszug und bereden das im Ältestenrat. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich muss dem Kollegen Rudolph widersprechen. Der Abgeordnete Lorz, Kultusminister Lorz, wurde hier mehr oder weniger offen der Lüge bezichtigt.
Er habe die Unwahrheit gesagt. Es wurde hier dargestellt, er habe gestern vor dem Fernsehpublikum dreimal die Unwahrheit gesagt. Das ist ein persönlicher Angriff, und den muss man erwidern können. Und das und nichts anderes hat der Abg. Lorz gemacht, und da war er vollkommen im Recht. Herr Abg. Bellino, auch das war kein Geschäftsordnungsantrag aus meiner Sicht. Jetzt liegen mir keine weiteren Wortmeldungen mehr vor, und damit haben wir die erste Lesung des Gesetzentwurfs von CDU und Bündnis 90 Die Grünen mit der Drucksache 20/3994 beendet und können sie zur Vorbereitung der zweiten Lesung in den Hauptausschuss überweisen. Genauso verfahren wir mit der ersten mit dem Gesetzentwurf der Fraktion der SPD und der Fraktion der Freien Demokraten mit der Drucksachennummer 204012. Auch der wird in den Hauptausschuss zur Vorbereitung der zweiten Lesung überwiesen.